Das Jahr 2023 ist gestartet und viele fragen sich jetzt, wie geht's eigentlich weiter? Es gibt viele tolle Neujahrsvorsätze. Der eine möchte abnehmen, der andere möchte finanziell frei werden, der andere möchte die große Liebe finden. Es gibt viele, viele Ziele. Allerdings gibt es eine erschreckende Erkenntnis, die ich heute mit dir teilen möchte, die dem alles entgegengesetzt wird. Und das ist nämlich der Punkt der innerlichen Kündigung. Was heißt das eigentlich? Immer mehr junge Menschen, nicht nur junge Menschen, sondern auch Menschen im fortgeschrittenen Alter, gehen einer Arbeit nach, die sie nicht lieben, der sie nicht überzeugt sind und einfach da nur 9-to-5 sich in die Arbeit setzen, das tun, was notwendig ist, um gerade nicht gekündigt zu werden, und sitzen so die Zeit ab, bekommen dann ihr Geld und gehen so in den Tag hinein. Das ist das Konzept der innerlichen Kündigung, also ein Minimalprinzip. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg, um die Ziele zu erreichen, die Ziele umsetzen zu können. Und deswegen möchte ich heute mit dir über das Thema Potenzial sprechen. Ich habe mir zu diesem Thema Potenzial einen Experten eingeladen. Das ist der liebe Thomas. Und ja, an dieser Stelle erstmal, Thomas, herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kanal. Vielen Dank für die Einladung zu dem Interview. Thomas, ich hatte mal ein Gespräch mit einem Professor in der Schule. Da ging es um das Wort Potenzial. Also wie du weißt und wie ihr wisst, bin ich ja studierter Bankkaufmann und habe mich dann auf diese Verteidigung dieser Thesis vorbereitet, die ich da geschrieben habe. Und dann, da habe ich mir viele Dinge gemacht, ja, also da musstest du ja in Mathe fit sein und altes und bababababa. Und dann komme ich da rein und das Erste, was mich dieser Professor fragt, Thomas, war: Herr Günther, was ist eigentlich Potenzial? Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie du Potenzial definierst, weil ich habe diese Frage, ich war dort gestanden, ich war völlig am Ende, weil ich habe, ja, ich hätte sämtliche Formeln dir sagen können, alles, aber die Definition für Potenzial, die steht ja in keinem Lehrbuch. Also zumindest nicht für Bankkaufleute. Thomas, was ist deine Definition von Potenzial? Günther, erstmal Florian. Vielen Dank für diese sensationell geile Frage, die sehr, sehr wenige Menschen mir und vor allem sich selber stellen. Ich habe mehrere Impulse dazu. Der erste Impuls zu was ist Potenzial? In meinen Augen sind wir alle Potenzial. Ja, weil wir kommen wie ein reiner Diamant auf die Welt. Ja, und dann treffen wir so auf das, was wir Leben nennen. Ja, wir haben unsere Eltern in den ersten 6 bis 7 Jahren und bekommen da beigebracht, wie die Welt zu sein hat, was gut zu sein hat, was schlecht zu sein hat, wie viel Geld man verdienen darf. Das bringen dir deine Eltern natürlich nicht in den ersten Jahren bei. Aber du nimmst es wahr. Ja? Wir erleben ja unsere Umwelt. Ja? Und so treffen wir dann auf die Gesellschaft, am Anfang unsere Verwandten, dann die Freunde, dann die weitere Gesellschaft, dann irgendwann die Schule, dann irgendwann Berufsleben, Chef, Mitarbeiter, Kunden und alle möglichen Menschen. Alle Menschen, und das ist einfach in unserem menschlichen Dasein so, haben Ansichten, wie etwas zu sein hat. Ja? Wir gehen mit 5 Dingen in unser Leben rein, die wir im Laufe unseres Lebens entwickeln. Das sind erstens Erwartungen an unser Leben. Alles, was wir dann mit unserem Leben anstellen wollen, projizieren wir. Allein dadurch, dass wir eine Vorstellung davon haben, wie etwas zu sein hat, projizieren wir schon etwas da rein. Alles, was dann, worauf wir dann in der Realität oder das, was wir Realität nennen, treffen, das bewerten wir. Damit sind wir dann schon, die Bewertung, die machen wir an dem fest, was wir gelernt haben. Ja, wie viel, weil wir sprechen ja auch, du bist ja im Bereich Börse unterwegs, wie viel ist denn richtig, was man an Gewinn mit einer Aktie machen darf? Jeder hat da ein bisschen eine andere Zahl im Kopf. Rein schon allein, weil wir das mal gelernt haben, ja, großer Börsencrash, oh, Aktie ist gefährlich, ja, oder Menschen, die viel Geld haben, sind ja per se kriminell, ja, solche Glaubenssätze kursieren ja in unserer Gesellschaft, ja, wir kommen aber nicht mit diesen Glaubenssätzen, mit diesen Ansichten, weil nichts auf der Welt ist gut oder schlecht,
ja, sondern wir machen es zu gut oder schlecht. Ja, mit diesen Ansichten über die Menschheit laufen wir dann durch die Welt und kreieren unsere Realität. So, wenn man das alles wegnimmt, ja, wenn man einfach mal uns als diese Reinheit, mit der wir in unser Leben eintreten, wenn wir das nehmen würden, dann hätten wir wesentlich weniger Probleme auf der Welt und hätten wesentlich mehr Möglichkeiten. Und dann würde auch keiner einer Arbeit nachgehen, für die er Geld bekommt, die ihm aber keinen Spaß macht. Ja. Und dadurch natürlich auch irgendwann gesundheitlich krank wird. Du hast es am Anfang hast du es schön angesprochen, der eine möchte die richtige Liebe finden, Anführungszeichen richtig, was ist richtige Liebe? Der andere möchte finanzielle Freiheit sein. Frage, wann fängt die an? Was ist das überhaupt, finanzielle Freiheit? Und warum eigentlich Freiheit mit Finanzen in Verbindung bringen? Ja, auch da haben wir schon eine energetische Verbindung, die den meisten Menschen das Leben ein bisschen schwer macht. Weil schon da haben wir eine Erwartung. Ja? Wenn diese Erwartung nicht mit dem, was ich draußen in der Realität antreffe, übereinstimmt, habe ich eine energetische Blockade und schon ist wieder der Lebensfluss unterbrochen. Ja? Und so gestalten wir letztendlich das, was wir dann draußen als Realität erleben. Das ist so der erste Impuls, den ich hatte bei deiner Frage. Und der zweite Impuls ist, Definitionen gibt es an der Stelle nicht wirklich, weil das Universum braucht keine Definition. Es ist einfach nur und es ist in diesem Sinne das, was wir vollkommen nennen. Und das ist das Potenzial. Und dafür brauchen wir aber keine Definition. Die Definition entsteht immer bei uns im Verstand, weil irgendeiner hat sich mal überlegt, was ist eigentlich Potenzial? Und hat daraus eine Definition gemacht, dass wir in der Gesellschaft natürlich miteinander kommunizieren können. Ja? Wir brauchen es, wir leben mit unserem Körper, mit unserem Verstand in der dreidimensionellen Welt. Wenn wir die Zeit mit da reinnehmen, die vierdimensionelle Welt, da sind wir mit unserem Körper einfach unterwegs. Und in der spirituellen, in Anführungszeichen Ecken, in der spirituellen Welt, erlebt man oder höre ich häufig so, wir müssen unsere Schwingung erhöhen, wir müssen von Dreidimensionalität in Fünfdimensionalität sich ändern, weil die Menschheit sich gerade bewusster wird oder einen Evolutionssprung vollzieht. Nein, wir müssen nicht von 3D zu 5D oder zu noch mehr, weil wir sind ja schon alles. Wir sind in uns drin schon alles. Wir haben es nur in eine kleine Box reingepackt mit unseren ganzen Ansichten, die wir haben, die wir über unsere Eltern, über unsere Vorfahren alle letzten Endes in unser Leben mit übernommen haben. Ja? Und wenn man es, wie gesagt, wir müssen da nicht die Schwingung erhöhen. Ja. Ja. Wir müssen einfach nur mal diesen, Entschuldigung, wenn ich das Wort jetzt so entnehme, diesen Bullshit, den wir irgendwie mal über unseren Verstand uns zugepackt haben, wie etwas zu sein hat, den müssen wir einfach mal von uns ablösen. Und dann haben wir mehr Möglichkeiten und dann haben wir plötzlich Zugriff auf unser Potenzial und dann entscheiden wir Dinge nicht mehr über unseren Verstand. Wir überlegen nicht mehr, wie etwas sein muss, damit es unseren Erwartungen entspricht, sondern wir können in unser Selbst rein hören, rein fühlen, rein sehen. Es ist nichts, was wir mit unseren fünf Sinnen machen, sondern es ist ein innerliches Gefühl. Und dann wissen wir, wenn wir das so ein bisschen mal trainiert haben, weil in früheren Jahren konnten wir das. Kinder fühlen automatisch, was für sie stimmig ist. Nicht mehr richtig falsch, sondern stimmig für sie. Und wenn wir diese Fähigkeit uns so ein bisschen zurückerinnern, dann können wir uns die Frage stellen, was braucht es? Was ist jetzt das Richtige für mich? Ja, Beispiel, ich will Aktien kaufen. Dann hast du 16.000, ich weiß nicht wie viele Aktien zur Auswahl. Und dann geht so eine verstandesmäßige Analyse in aller Regel los. Ja, und dann kannst du aber eben auch mal reinfühlen, okay, was ist denn jetzt das Richtige für mich? Ja, ist Aktie überhaupt das Richtige für mich? Oder ist es vielleicht was anderes, wenn ich mein Geld wachsen lassen will? Ja, dann gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Ja. Und unser Körper ist an der Stelle unser bestes Resonanzgerät, so nenne ich es mal. Weil wir wissen innerlich, was unsere Wahrheit ist. Okay. Ja.
Und wenn wir anfangen, auf diese Wahrheit zu hören, auch wenn sie der Verstand vielleicht gerade nicht erklären kann, dann leben wir, dann fangen wir an, unser Potenzial zu leben, was wir in uns tragen. Und dann werden sich viele, viele Menschen anfangen zu fragen, der Beruf, den ich jetzt mache, entspricht es meiner inneren Wahrheit? Oder ist es vielleicht nur etwas, was ich mal gelernt habe, was vielleicht sinnvoll ist, ne? So in der Schule, schreib gute Noten, mach ein gutes Abitur, studier Bankkaufmann, Arzt oder sonst was für ein anerkannter Beruf, dann hast du viel Geld, dann verdienst du viel Geld, dann kannst du dir was leisten, dann bist du in der Gesellschaft anerkannt. Ja, aber ob es wirklich Spaß macht am Ende, ob es wirklich deinem Wesen entspricht, das stellt an der Stelle keiner in Frage. Ja? Und das, dann machen wir etwas, was wir eben, wie gesagt, in der Gesellschaft als Arbeiten betiteln. Und das macht uns früher oder später krank. Und dann haben wir keinen Spaß mehr dran. Dann brauchen wir auch diesen Urlaub, damit wir uns wieder erholen können, damit wir unsere Energiereserven wieder rauffahren können. Und dann wird Leben anstrengend. Und dann leben wir nicht unser Potenzial. Spannend, ja. Also eine sehr interessante und tiefsinnige Antwort auf die Frage, was ist eigentlich Potenzial? Willst du wissen, wie es der Professor beantwortet hat? Weil ich habe es dann, ich hab irgendwas gesagt, ich kann dir gar nicht mehr sagen, was, das war sicher nicht falsch. Und dann hat er gesagt, Herr Günther, interessant, was Sie da sagen, aber es ist letztendlich ganz anders, nämlich es ist Folgendes, wenn Sie einfach das betrachten, was möglich ist und davon abziehen, was schon getan wurde, dann haben sie das Potenzial. Und das habe ich dann an der Stelle schon ein Stück weit verstanden. Es ist jetzt halt sehr, ein Stück weit auch wieder mathematisch beantwortet, aber deinen Ansatz finde ich weit interessanter. Wir hatten natürlich in der damaligen Thesis-Verteidigung nicht die Zeit, in diese Tiefe hineinzukommen. Deswegen bin ich dankbar, dass du es jetzt getan hast. Ich hätte einen Impuls noch dazu. Auch der Professor hat recht. Es gibt an der Stelle kein richtig, kein falsch. Ja, glaub ich. Weil, pass auf, jeder Mensch spricht und handelt in dem besten Informationswissen, so nenne ich es mal, was er hat. Mhm. Ja? Der Professor hat eine bestimmte Vergangenheit, da hat er sich Erfahrung angesammelt, da hat er Dinge gelernt, da hat er Wissen aufgenommen und das ist jetzt in seinem Töpfchen drin. Ja, das ist das Behältnis, aus dem er schöpfen kann. Ja? Mhm. Und ich kenne den Professor nicht, weiß nicht, wie er heißt. Die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, arbeiten eben im Verstand. Definition entsteht in aller Regel im Verstand. Der Verstand kann aber nur auf das Töpfchen zurückgreifen, was ich mir in meiner Vergangenheit an Informationen zugelegt habe. Ja? Ja. Wenn du das Töpfchen nimmst, wo nur die Schule immer reingepackt hat, dann kannst du nur daraus dein Wissen weitergeben. Ja? Wenn du aber 5000 Bücher gelesen hast, ist dieses Töpfchen ein bisschen größer, ist mehr Informationen drin, kannst aber immer noch nur das, was du in dieses Töpfchen reingepackt hast, an Informationen rausgeben. Und so entstehen in aller Regel Definitionen. Und wie gesagt, das Universum braucht keine Definition. Wenn das für ihn, wie soll ich sagen, wenn das für ihn die Definition von Potenzial ist, absolut. Wer bin ich zu sagen, dass das richtig oder falsch ist? Meine Ansicht von Definition ist eben, dass von Definition von Potenzial ist das, wie wir als Bewusstsein auf die Welt kommen und in diesen Körper quasi zu unserer Geburt eintreten. Ja. Da abgezogen, also in Anführungszeichen abgezogen, wird das Ganze, was die Gesellschaft an, wie wir zu sein haben, draufklatscht. Ja. Ja. Und dann wird das Potenzial, in Anführungszeichen, was wir haben, recht klein. Nein, das ist so. Das Lustige ist halt, in so einer Verteidigung ist halt er quasi Gott so, ne? Also ich übertreibe jetzt ein bisschen und somit war halt das richtig, was er gesagt hat. Na, so war es halt. Also die Punkte habe ich nicht bekommen. Jetzt sind wir aber immer noch an dem Punkt, ja, dass viele Menschen momentan sich ein bisschen, ich sag mal, lost fühlen. Ja, die haben ja irgendwo ihre Ziele und Wünsche. Sie haben vor,
bleib mal bei dem Beispiel abzunehmen. Sie haben vor, die richtige Liebe zu finden. Sie haben vor, in dem Punkt Finanzen voranzukommen, wo auch immer es sie dahin trägt. Und du hast ja zu Beginn, als wir uns auch kennengelernt haben vor diesem Interview, mir gesagt, dass du dazu was beigebracht hast oder mitgebracht hast, wo Menschen echte Anleitungen finden können, wo sie ja gerade herkommen, weil heute schauen oder hören Menschen zu aus ganz unterschiedlichen Beweggründen. Was ist Potenzial 2023? Ja, können viele verschiedene Dinge sein, aber du hast für jeden da was mitgebracht. Was ist denn das, Thomas? Das ist der Awaken-Kongress, ein Kongress, ein Bewusstseins- und Gewahrsamskongress online, den ich vom 12. bis 18. Januar veranstalte, also startet nächste Woche zum Zeitpunkt dieses Interviews. Und auch dieser Ansatz, ne, was ist Potenzial, auch dieser Ansatz hat mich erstmal so vor ein bisschen eine Überraschung gestellt, weil es war abends so bei mir die Frage, okay, dieses Thema Bewusstsein, ich möchte es in die Welt bringen. Ich möchte von meinem Verstand, sondern ich habe so einen innerlichen Drang, das jetzt nach draußen zu schreien. Und dann war aber so, im 1:1 ist es halt, erreiche ich nicht so viele Menschen. Okay, was braucht's? Ich frage mich immer, was braucht's? Nicht, was muss ich machen, weil das ist der Verstand, der es gleich beantwortet. Was braucht es, damit diese Message, dieses Bewusstsein viele hunderttausend Menschen und noch mehr erreicht? Mhm. Und mit der Frage bin ich schlafen gegangen. Ich fange nicht an, mit dem Verstand da eine Antwort drauf zu suchen, weil ne, Informationstöpfchen, die Antwort ist begrenzt. Ich gehe mit der Frage schlafen. Am nächsten Morgen war so im Halbwachzustand. Ich glaube, jeder kennt das. Also die Augen gehen so auf. Wir kommen gerade so am Tag an. Und dann war so ein innerer Impuls, du machst einen Kongress, einen Online-Kongress und lädst die größten Speaker zu dem Bereich ein. Und dann bin ich so richtig wach geworden. So. Dann war so die Stimme im Verstand, hast du eigentlich ein Rad ab? Du, Kongress, hast doch gar keine Ahnung. Weißt nicht, wie das geht, weißt nicht, wie man das veranstaltet und Interviews hast du noch nie gemacht. Lass doch den Quatsch. Ja? So Sätze, die wir innerlich auch alle kennen. Ja, Ich bin da an der Stelle auch ein Mensch. Ich habe diese Gedanken auch mal. Ja. Und dann ist aber bei mir ein innerer Dialog entstanden. Verstand hat gesagt, nee, lass mal. Innere Stimme hat gesagt, das wird gut. Du hast keine Ahnung, wie es funktioniert. Egal, du wirst die richtigen Antworten zum richtigen Zeitpunkt in dir finden. Und dann war bei mir plötzlich so eine Ruhe und eine Weite im Brustkorb da. Und ich so, okay, das ist mein Zeichen für, es ist meine Wahrheit für mich. Mhm. Und dann hat Verstand wieder gesagt, okay, mach trotzdem mal klein, 4 Tage, 20 Sprecher. Und kurz gesagt, es hat dann so nicht funktioniert. Ich habe dann nochmal gefragt, okay, Universum, was brauchst du denn, damit der Kongress richtig groß wird? Und jetzt am Ende sind aus 4 Tagen 7 Tage geworden und aus 20 geplanten Sprechern sind mittlerweile 51 Interviews und 2 Online-Vorträge geworden. Also das Ding ist nach oben durch die Decke gegangen von der Größe her. Vom Input, vom Mehrwert, den die Sprecher mir da reingebracht haben. Ich habe Sprecher kennengelernt, Interviewgäste kennengelernt, die hatte ich so nie auf meinem Verstandesschirm, die kannte ich überhaupt nicht. Das sind im Bewusstseinsbereich wirklich Größen, die machen das seit 30 Jahren, ja, hatte ich nie auf meinem Verstandesschirm, ja. Also so viel zum Thema, wenn wir unser Leben mit dem Verstand regeln wollen, dann wird es einfach eng. Beim Awaken-Kongress kann man sich kostenfrei anmelden. Link findest du unterm Podcast. Den schicke ich euch, sende ich euch noch zu. Oder wir haben für diejenigen, die dann wirklich weiterkommen wollen, auch ein Gold-Ticket geschaffen. Das beginnt ab dem 12.01. mit der Investition von 97 Euro. Bis zum 11.01. 23 Uhr haben wir eine Investition von 67 Euro. 30 Euro schenken wir euch nochmal. Und das Goldticket, da hast du A, einen Lifetime-Zugang zu allen Interviews. Das heißt, du kriegst einen Member, kriegst einen Zugang zum Mitgliederbereich, Memberbereich und kannst jedes Interview immer wieder angucken. Mhm. Das war uns vor allem dadurch auch wichtig, weil in 7 Tagen 51 Interviews, das schafft der Kopf einfach nicht. Dazu ist viel, viel zu viel Input mit drin. Und ich habe alle Interviews selber geführt. Ich war auch manchmal froh, dass ich nach 3 Interviews dann mal mich zurücklehnen konnte und das auch mal verdauen konnte, was mir da um die Ohren geflogen ist.
Und von dem her, wenn du 41, 51 Interviews am Stück aufnehmen willst, funktioniert nicht. Ich wollte aber etwas schaffen, wo langfristig die Menschen auch davon zehren können, daran wachsen können, mit dem Kongress wachsen können. Also haben wir das Lifetime-Programm, das Goldprogramm ins Leben gerufen. Und die Sprecher oder die meisten Interviewgäste haben dann gesagt, komm, Goldticket, hauen wir dir nochmal ein On-Top-Produkt von uns mit rein. Viele haben Online-Kurse reingebracht oder Coachings oder Vergünstigungen für Coachings zum Beispiel. Das Goldticket hat mittlerweile einen Wert von über 11.600 € Gesamtvolumen, was in diesem Goldticket drin ist. Kannst du dir jederzeit entscheiden, wenn du kannst auch in die Interviews reingucken und sagen, okay, der eine Sprecher, da macht es jetzt Sinn, Goldticket, dann kannst du es nachträglich noch upgraden. Oder für alle, die vielleicht das Interview hier, jetzt den Podcast, erst nach dem Kongress sehen, wir haben es technisch so aufgebaut, dass du nachträglich dir auch das Goldticket noch holen kannst und dann den kompletten Zugriff auch hast. Wie gesagt, Lifetime-Zugang geht jederzeit. Mega, das hört sich brutal an. Vor allen Dingen 51 Interviews zu führen, das weiß ich, das ist sehr anstrengend. Also Hut ab dafür und danke für deine Arbeit. Ich muss auch sagen, ich kenne den einen oder anderen Speaker persönlich, da hast du wirklich was Tolles geschaffen. Den Zugang zu dem tollen Kongress findest du unterhalb dieser Beiträge. Und ja, lieber Thomas, würde mich an dieser Stelle erstmal für den Beitrag hier bedanken. Ich würde gerade gerne noch einen Impuls reinbringen, weil du gesagt hast, das ist sehr anstrengend. Muss ich definitiv, will ich ein Veto einlegen? Nein, das ist gar nicht anstrengend. Mir haben die Interviews intensiv Spaß gemacht. Ich hätte die stundenlang nehmen können. Allerdings musste mein Verstand das, was er da zu hören bekommen hat, weil das war bei mir auch wie so eine Dosenöffnung. Ja, da ist viel noch an mich rangekommen, was ich in gewisser Weise schon wusste. Aber natürlich jemand, der 30 Jahre mehr, länger als ich in diesem Bereich unterwegs ist, hat noch mal mehr Input mit reingebracht. Und dann lerne ich auch. Ja, in diesem Sinne, die Interviews, die waren nicht anstrengend, haben tierisch Spaß gemacht. Ich hätte die stundenlang weitermachen können, aber Verstand braucht auch Verarbeitungszeit dafür. Ne? Definitiv, ja. Gut, vielen Dank, lieber Thomas, für den Beitrag und würde ich sagen, viel Erfolg, nicht nur für den Kongress, sondern für das gesamte Jahr 2023 und bis die Tage.